Wir sind wieder hier zum fünften Mal mit wundervollen Gästen, die hier zu einem Star Wars Quiz antreten, zur gesamten Galaxis, zur gesamten Welt von Star Wars, zu allen Filmen, zu allen Serien und vielleicht sogar auch zu den Legends. Aber worum geht's heute? Wir in dieser Folge für eine Handvoll Donuts spielen wir wieder einmal um eine Handvoll Donuts. Wer kennt sich besser aus in der Welt von Star Wars? Aber wer tritt denn heute überhaupt an? Ich bin Jonas und nach der Schelle, die Marco heute bekommt, wartet auf ihn später die Nacht der tausend Tränen. Ich bin Marco und auf dem Weg hierher habe ich mir nur den Podcast von Mario Basler geballert, um mich auf seine Quatschantworten seelisch und moralisch vorzubereiten. Ohren geblutet. Und ich bin Alper, ich moderiere heute diese gesamte Veranstaltung. Wir spielen heute 16 Fragen aus 4 unterschiedlichen Kategorien. Und nach diesen 16 Fragen gibt es noch eine ganz besondere Bonusrunde. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, bekommt eine Handvoll Donuts. Und die Kategorien stelle ich jetzt hiermit vor. Die erste Kategorie nennt sich George, der aus der Kantina kam. Oh. Das sind Fragen zur Original- und zur Prequel-Trilogie, also allen Filmen, in denen George Lucas seine Hand im Spiel hatte. Die zweite Kategorie heißt heute das Erwachen der letzten Skywalker. Da geht es um die Sequel-Trilogie. Korrekt. Mhm. Die dritte Kategorie heute nennt sich von Rebellen, Klonen und Mandalorianern. Das sind die Legends-Fragen? Ja, das sind die Serien. Oh, die Serien, okay. Genau, deswegen Rebellen, Klone und Mandalorianer. Und die vierte Kategorie heute nennt sich die weit, weit entfernte Galaxis. Das sind Fragen zur Galaxis selbst und zu den verschiedensten Spezies und Planeten aus der Welt von Star Wars. Bin ich sehr gespannt. Ich bin seelisch-moralisch nicht wirklich vorbereitet. Aber ich finde die Kategorie. Du kommst frisch aus dem Urlaub, ne? Ja, ja. Dann müsstest du ja eigentlich topfit sein. Ich habe wirklich auf Durchzug geschaltet. Ich habe nicht mal Guardians gesehen zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Also ist wirklich. Aber also kein Stress, mir geht es gerade genauso wie dir, aber bei mir ist es. Aber du musst auch keine Fragen beantworten. Das stimmt. Du hast auch keine Ehre zu. Weißt du, ich kann ja nur heute nur verlieren. So, wenn ich ihn besiege, du hast schon, toll. Also du hast 5-mal Jonas besiegt. Das stimmt nicht. Du würdest dem Kind einen Lolli abnehmen. Weißt du, Dynamitfische in einem Fass. Aber wenn ich verliere, auch noch bei Lore-Fragen zu Star Wars, da steht ja meine Ehre auf dem Spiel. Ach, so ein Quatsch. Also doch, ich bin doch, also dafür bin ich heute. Für mich und für alle anderen da draußen bist du der haushohe Favorit. Ihr habt 5-mal gegeneinander, ihr habt 4-mal schon gegeneinander gespielt. Und Jonas, wie sah das für dich aus? Ich glaube, du hast jede einzelne Partie leider verloren. Ich war Gewinner der Herzen. Die letzte war sehr knapp, die Einschläge werden näher. Ja, also, das stimmt. Die letzte war auch die Tag Team Edition, ne? Mit Eve. Die war nicht knapp. Ich habe die aber deutlich gewonnen. Ja. Ne? Wir machen jetzt einfach nur noch Quizze, wir beide gegeneinander, bis ich endlich mal öfter gewonnen habe. Und falls du wieder gewinnst, wird das 6. Quiz, das wir spielen, so in Fragen zu Jonas' Privatleben sein. Irgendwas, genau, was Jonas auf jeden Fall gewinnt. Du kennst die Definition von Wahnsinn, ne? So, ihr kennt die Kategorien. Wir haben auf unseren Social-Media-Accounts darum gespielt, wer anfangen darf. So, das Problem war, dass ich mir auch vorher nicht überlegt hatte. Ihr hattet beide die richtige Antwort. Deswegen gebe ich jetzt Marco einfach das Gastrecht. Er darf die erste Kategorie wählen. Ich glaube, ich habe bei den Sequels einen Vorteil, weil ich der Einzige in der Runde bin, der The Last Jedi mag. Das heißt, ich würde mal einsteigen mit das Erwachen der letzten Skywalker mit 300. Das Erwachen der letzten Skywalker für 300 ist tatsächlich eine Buzzer-Frage. Ich werde euch jetzt 9 Eigenschaften aufzählen und ihr buzzert, sobald ihr die Antwort kennt. Gesucht ist ein Schauspieler oder eine Schauspielerin aus Star Wars. Klar, ihr kennt die Kategorie, also ihr könnt schon mal das so ein bisschen eingrenzen. Es geht um die Sequel-Trilogie. 9 Eigenschaften und ihr buzzert, sobald ihr... Gott, seid ihr nervös? Ja. Okay. Erstens. Der Vater dieser Person ist ein irakischer Gynäkologe. Es geht um Schauspieler, Schauspielerin, ne? Ja, genau. Okay, da scheint noch niemand zu buzzern. Dann fahre ich fort mit der zweiten Eigenschaft. Die Person spielte nicht nur im PlayStation 3-Spiel Heavenly Sword mit, sie war auch Mitentwickler bzw. Mitentwicklerin. Okay, das ist krass. Wer immer es ist, mein Respekt. Mhm. Das sieht cool aus, das Spiel. Ich habe es nie gespielt. Mhm. Ich hab so eine Ahnung, aber nur so eine Meta-Ahnung durch. Ich habe durch die erste Frage habe ich eine Ahnung, aber ich brauche mehr. Okay, aber ich habe noch keinen Buzzer, deswegen fahre ich fort mit dem dritten Fakt. Die Person ist verheiratet mit einem Menschen namens Lorraine Ashburn.
zu wenig Gala gelesen, sorry. Widerspricht noch nicht meiner ersten These. Wenn es die Person ist, für die ich denke, dass sie es ist, wurde ja mal eine Affäre nachgesagt, aber mit einer anderen Person. Ich habe nicht den Namen der Frau gemerkt. Cinema Strikes Red. Oh, ja. Rain Ashburn hat sich irgendwie so eine Romanfigur. Das absolut, wie aus so einem H.P. Lovecraft-Roman. Ja. Wie war der Name nochmal? Von der Ehefrau. Lorraine Ashburn. Lorraine Ashburn. So. Das ist dann kein Unisex-Name oder so, ne? Nicht, dass ich Lorraine? Nee. Wer weiß. Nee. Ich glaube, dafür ist der Tipp bei den leichteren Sachen, bei den schwereren Sachen. Es wird natürlich immer einfacher mit jedem Fakt und ich fahre fort mit dem vierten. Diese Person spielte die Figur Capricorn im Film Tintenherz. Auf Englisch ich ausgesprochen. Bin jetzt guck, ich bin immer noch auf einer Spur. Ist wahrscheinlich aber Capricorn. Es ist mir zu. Okay. Ich will nicht mit Minuspunkten dieses Quiz starten. Wie viele jetzt einfach die Antwort wissen, aber ich gehöre nicht dazu. Es ist so einfach, ist es jetzt auch nicht. Ja, aber man muss ja nur Tintenherz gesehen haben, man weiß nicht. Ja, natürlich, das stimmt, klar. Aber ich bin mal davon ausgegangen, dass ihr Tintenherz wahrscheinlich nicht gesehen habt, deswegen. Doch, das ist doch der mit Brandon Fraser, oder? Machen wir weiter mit dem. Du hast ihn gesehen, du weißt es nicht. Nee, das ist Jahre her und ich habe das Buch auch nie gelesen. Machen wir weiter mit dem fünften Fakt. Im Film Burke and Hare spielte die Person an der Seite von Simon Pegg. Burke and Hare. Ich kenne den Film noch nicht mal. Ich auch nicht. Ist der so alt? Also einer so der ersten Filme von Simon Pegg oder so neu, dass man den nicht kennt? Oder? Das ist, wenn ich das wüsste, Jonas. Okay. Na, das ich habe ihn neulich in Band of Brothers gesehen, habe mich da schon gewundert, dass Simon Pegg 100 Minuspunkte Alper, weil du es nicht weißt. Ich habe etwas vergessen zu erwähnen. Gut, dass ich es jetzt sage. Gut, dass du mich darauf ansprichst, Jonas. Ich habe eine kleine Regeländerung. Aha. Wenn ihr jetzt buzzert und falsch antwortet, gibt es nicht wie sonst 100 Minuspunkte, sondern immer in Höhe der Kategorie. 300 Minuspunkte. Wir sind hier, habe ich das gebuzzert. Ich wollte gerade vorhin abpassen. Ich hätte so mit 100 Punkte sind egal. Ich hätte das dann nicht so ausgelegt. Sorry, das habe ich komplett verpeilt. Ich kann mehrmals antworten. Bitte? Ich kann mehrmals antworten dann? Ja, ja. Das heißt, ich kann mich richtig tief in die Scheiße rein. Ja. Boah, das war eine richtige Bombe. Das war eine richtige seismische Bombe. Tut mir leid. Ihr merkt schon, wie professionell wir sind. Oh Gott. Ich habe das. Das macht mich jetzt noch so 50% noch nervöser. Aber genau das finde ich gut. Genau das war das Ziel. Wir können ja mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Ich krieg Gänsehaut davon. Okay, hilft euch der sechste Fakt? Von 9, ne? Bitte? Von 9. Genau. Es muss echt leichter werden. Wird es, glaubt mir, wird es. Über eine legendäre Rolle, die Person mal gespielt hat, sagte diese Person, jeder hat seine eigene Interpretation dessen, was... Andy Serkis. Was war das Zitat gerade, was ich vorgelesen habe, Jonas? Was ich hätte gesagt, das hat er über Gollum gesagt. Mhm. Aber du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will einfach... Scheiße. Oh, das ist ein guter Chip, an den er nie gesagt. War das deine Vermutung? Meine Vermutung? Nee, es ist anscheinend, oder? Deine Vermutung war Oscar Isaac. Oscar Isaac wäre falsch gewesen, so viel kann ich sagen, denn es ist tatsächlich Andy Serkis. Jonas, die 300 Punkte gehen auf dein Konto. Ich hatte das schon bei einem irakischen Gynäkologen und mit Andy Serkis der Nachname, so ein bisschen außergewöhnlich, hatte ich schon irgendwie so das Gefühl, dass das in die Richtung geht. Sie haben nicht Isaac gedacht, aber jetzt würde ich drüber nachdenken, ich glaube, Isaac ist ein hebräischer Guatemala. Name. Guatemala. Oder er kann aber hebräische Abstammung haben. Ja. Also ich wusste nicht, dass Andy Serkis irgendwie irakische Wurzeln hat. Aber ich habe das vermutet. Nachdem ergibt das total Sinn, wenn du sagst. Und halt mit Videospielen, mit Stimme. Mhm. Stimmen. Und er hat das tatsächlich, das Spiel. Oh mein Gott, ja klar! Der hat das Motion Capturing von Heavenly Sword gemacht, oder? Der hat ja auch ein Videospiel, der war ja mal Gaming Director für dieses andere Spiel von Xbox mit den Römern. Und nicht nur das, er hat das gespielt, er hat das sogar mitgeschrieben, die Story. Oh, krass! Also wirklich ein krasser Kerl, der Andy Serkis. Du hast ja gesagt, du hast den größten Respekt vor dem Mann, wer auch immer es ist. Der Vater hat tatsächlich in Bagdad mal ein Krankenhaus gegründet. Mhm. Das Zitat ist tatsächlich über Gollum. Jeder hat seine eigene Interpretation dessen, was er ist und wie er klingt. Also vertraute ich einfach meinem eigenen Instinkt. Der nächste Fakt wäre gewesen, die Person spielte Captain Haddock in Die Abenteuer von Tim und Struppi. Da wäre ich reingesprungen, Das hätte ich nicht gewusst. Echt? Ja. Ich war einer der besten Rollen, die er hier gesprochen hat. Ja. Nur für ihn lohnt sich Tim und Struppi, wirklich, auf Englisch, ohne Witze. Ach, der Film ist eh super. Der ist super. Ich mag den sehr. Einer meiner Lieblingsanimationsfilme. Ich fand, dass er bisher keine Fortsetzung gab. Das stimmt. Ja. Weißt du, als ich einmal Peter Jackson interviewt habe, das war meine Abschlussfrage. Ich wollte echt wissen, wie sieht es jetzt aus mit dem Poppy? Sitzt er jetzt dran oder nicht? Oder wollte ich reden über was er gerade macht? Ich mache die Beatles-Doku. Er hat gerade die Beatles-Doku gemacht. Der nächste Fakt wäre gewesen, die Person spielte im Star-Wars-Universum schon zwei verschiedene Figuren. Ja, okay. Und Kino Loy in Andor. Ja. Und der letzte Fakt wäre gewesen,
Er heißt Andy. Andy S. Punkt. Ne? Er spielte Snoke. Okay. Also, ja, die 300 Punkte gehen auf dein Konto, Jonas. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja verdient. Welche Kategorie spielen wir als nächstes? Dann würde ich sagen, es hat ein bisschen so einen Vorlauf bekommen. Dann machen wir mal eine neue Kategorie, die weit, weit entfernte Galaxis für 200. Dies ist eine ABCD-Frage. Das heißt, ihr könnt diese vier Zettel wieder in eure Hand nehmen und euch für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Im besten Fall die richtige. Ich mische mal durch, dass du das nicht, dass wir mir nichts machen. Ja, wie ernst ist hier genommen? Okay, alles klar. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Zu welcher Star Wars Spezies gehören die meisten Piloten der Rebellion? A. Menschen. B. Solustaner. C. Trandoshaner. Oder D. Mon Calamari. Das ist jetzt auch nicht auf irgendwelche Filme bezogen, sondern das ist einfach so komplett Star Wars. Ja, alles korrekt. A. Menschen, B. Solustaner, C. Trandoshaner, D. Mon Calamari. Welche Star Wars Spezies hat die meisten Piloten? Welche waren die Trandoshaner nochmal? Für die Rebellion gestellt. Ja, das musst du wissen. Von Mon Calamari. Das ist nicht eine fucking. Ich glaube, das ist halt eine Fangfrage. Ja, ich glaube auch. Also das Ding ist halt, jeder normale Mensch nimmt jetzt einen Mensch. Ja. Aber bist du ein normaler Mensch? Das ist eine Legends-Frage. Ja, es ist so, das heißt, die Legends machen viel Quatsch. Ich habe euch so ein bisschen mit den Legends auf die falsche Fährte geschickt. Also es sind einfach, also es ist zur kompletten Welt von Star Wars. Aber ich finde, es gibt zwei Sachen, die schon durchaus Sinn ergeben. Das ist aber auch kanonisch. Ja. Kanonisch? Das ist auch kanonisch, soweit ich weiß. Der Rebellen, nicht der Widerstandskämpfer. Korrekt. Ja, deswegen habe ich explizit Rebellion gesagt. Ich habe was. Du hast was? Ja. Marco, ich bitte dich auch zu einer Antwort zu kommen. Was war D nochmal? D war Mon Calamari. Komm. Habt ihr was? Dann dürft ihr jetzt bitte aufdecken. Marco nimmt C und Jonas. Was war C? Trandoshaner. Sorry. Ich weiß gerade nicht, ob ich das gelten lasse. Ich habe aus Versehen das Falsche rausgesucht. Ich wollte Mon Calamari nehmen, 100%. Ist das okay, Marco? Was sagst du? Okay. Ja, komm, wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen mal nicht so sein. Denn, Jonas, ich gebe dir jetzt noch mal... Nee, Trandoshaner würde ich nämlich niemals nehmen, weil das ist die Sklaverspezies, die auch Wuchs und sowas versklaven. Ja, das sind die so reptilienmäßig aussehen. Ach, diese, ne? Das sind die Trandoshaner, genau. Der Name war halt so Rings a Bell, weißt du? Ja, natürlich. Jonas, deswegen, ich gebe dir jetzt noch mal die Chance. Nee, ich bleib bei Mon Calamari. Mon Calamari, die Sternenkreuze, die bauen, das sind super viele Piloten von denen. Das stimmt. Die sind da sehr invested. Das kann halt auch die Fangfrage sein, es können trotzdem Menschen sein. Aber ich meine, es ist korrekt, was du sagst. Die richtige Antwort ist trotzdem B, Solustaner. Was machen die Solustaner jetzt? Ich habe zwischen den beiden geschwankt. Die Solustaner, Nein Namp ist, glaube ich, ein Solustaner. Hier, Nein Namp, da ist Solustaner. Ach so. Genau. Ah, okay. Und tatsächlich ist bekannt, dass die für die Rebellion die meisten Piloten gestellt. Ja, dann hätte ich, finde ich hier krass noch, also Mon Calamari habe ich ausgeschlossen tatsächlich, weil ich dachte, ja, okay, die Kreuzer und so, aber ich habe noch keinen einzigen mit dem Abfangjäger gesehen, weißt du, noch keinen einzigen. Ja, deshalb habe ich auch gesagt, schon. Menschen gedacht. Ich wusste noch den Namen, aber welcher von denen ist das nochmal? Tut mir leid, aber damit steht es weiterhin 300-0 für Jonas. Ihr bekommt keine Punkte für diese Frage. Damit kann ich leben. So. Jonas, welche Frage spielen wir als nächstes? Dann machen wir mal eine neue Kategorie. Mhm. Von Rebellen, Klonen und Mandalorianern für... 300. Oh, Jonas. Da bin ich wenigstens einigermaßen im Thema gerade. Wieso guckst du gerade eine dieser Serien? Naja, ich habe neulich mal wieder ein Mandalorian-Video gemacht. Ich mache echt wenige dafür, dass ich so Star Wars-zentrisch bin. Ich sag mal so viel. Leute werden draußen auf die Barrikaden gehen, dass diese Frage 300 Punkte wert ist. Die werden meinen... Oder so viel. So viel. So viel. Weil viele werden sagen, das muss man wissen. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, genau vor dem Scheiß hatte ich Angst. Ja, das ist die eine Frage, bei der... Ich sag nichts. Ich stell einfach die Frage. Hast du mal mit Factory-Videos geschaut? Das wird Die Separatisten haben in den Klonkriegen ein gewaltiges Kriegsschiff gebaut, mit dem sie die Schiffe der Republik angreifen. A, B, C, D gebe ich euch wieder. Ihr dürft euch jetzt für einen Zettel entscheiden. Wie heißt dieses Schiff? Dieses gewaltige Kriegsschiff der Separatisten? Ich glaube, ich weiß es. Ich meine, Jonas, du kriegst jetzt vier Antwortmöglichkeiten. Ja, diesmal suche ich es richtig raus. Bitte. Okay. Welpenschutz vorbei. Von Welpenschutz nach über 30 Folgen, die wir hier schon gedreht haben. Mit über 30 Jahren. Ja, das auch. A. Supremacy. B. Vanguard. C. War es die Diligence? Oder D. Die Malevolence?
Ich glaube, ich hätte sogar so gewusst. Es ist eine Clone Wars Frage, ne? Ja, es ist eine Clone Wars Frage. Das ist sogar eine der ersten Folgen, glaube ich. Echt? Wenn nicht sogar die erste Staffel? Oder das Ding ist halt, ich habe Clone Wars nie ganz gesehen, sondern ich halte mich an diese Kotaku-Liste, die Schlüsselfolgen, die man gucken sollte. Ja. In der richtigen Reihenfolge vor allem. Das ergibt viel Sinn. Ja. Da steigst du sogar ein. Stimmt, ja. Dritte Staffel oder sowas. Ich habe das dann, hast du dann sowas wie Druiden und Jar Jar Binks Folgen und solche Folgen ich ausgelassen? Ich habe viele Quatschfolgen dann ausgelassen. Mhm. Und ich kann mich nicht an diese Folge erinnern. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht gesehen habe. Und zumindest ein Name, da hatte ich eine Erinnerung. Mhm. Und zwei konnte ich ausschließen. Ich glaube, das ist sogar eine Doppelfolge und die heißt so. Okay. Auch. Dann musstest du ja, dann müsstest du es ja jetzt wissen, Jonas. Ja. Oh, so habt ihr beide eine Antwort ausgewählt? Ja. Dann stellt den Zettel bitte wieder so hin und deckt auf. Marco nimmt B, Vanguard, und Jonas D, Malevolence. Jonas, wie sicher bist du dir mit deiner Antwort? Achso, schon so 95%. 95%? Okay. Ich dachte, die Malevolence, das ist ein anderes, das habe ich ausgeschlossen tatsächlich, weil ich dachte, das ist ein ganz anderes Schiff, Imperiales, dachte ich. Ich finde Vanguard, ich habe eher gedacht, dass Vanguard ein Imperiales ist. Ja, aber es sind ja Separatisten. Also, ja. Widerspricht dir nicht, sorry. So, aber ich kann gerne nochmal nachgucken, bevor ich mich hier blamiere. Die richtige Antwort ist nämlich D, Malevolence. Ah, natürlich. Ja. Komm. Heute läuft es nicht. Damit gehen weitere 300 Punkte auf das Konto von Jonas R. Jonas, es steht 600-0 für dich. Wie fühlt sich das an, mal gegen Marco zu führen? Kann es sein, dass das auch bisher noch nicht vorgekommen ist? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Du hast einmal mit über 1000 Punkten von mir geführt. Ich habe dann trotzdem gewonnen. Aber ja, knapp. Ich habe das immer. Ich habe immer so die am Anfang habe ich viele Punkte und dann versage ich. Ja. Ja, aber heute spür ich es nicht. Heute spür ich es nicht. Spürst du nicht die Macht? Mit die Chlorianer wird sehr gering. Ja. Es ist auch fies, ne? Aus dem Urlaub zu kommen, direkt hierher zu reisen und dann sofort so ein Quiz zu machen. So mehr werde ich lachen, wenn ich ja trotzdem gewinne. Aber guck mal. Große Worte. Aber Jonas, für die vierte Frage darfst du auch wieder eine Kategorie auswählen. Ja, dann machen wir doch George, der aus der Kantine kam. Dann haben wir die Kategorie mal alle gehabt. Mhm. Und auch 300. Das ist eine Schätzfrage und ich bin sehr gespannt. Die Frage ist wirklich, wirklich random. Also nehmt bitte einen Stift und einen Zettel in die Hand und beantwortet mir folgende Frage. Wer näher an der Antwort ist, bekommt die 300 Punkte. Es ist ein Filmbeginn, der Geschichte schrieb. Wir sprechen von Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung. Der finstere Sith Lord Darth Vader nimmt eine Schlüsselfigur der Rebellenallianz gefangen. Prinzessin Leia Organa. Sie reist in ihrem persönlichen Schiff mit dem Namen, das wisst ihr sicherlich, Tantive 4. Das ist eine CR-90-Korvette, die später von Darth Sidious zerstört wird. Dieser erste Shot, man sieht dieses Schiff von hinten. Ja. Wie viele Antriebe hat es? Oh Gott. Das sind runde Dinger. So, bitte nicht schummeln, bitte nicht gucken. Ich habe sofort die Antwort. Ich habe zwischen zwei Zahlen geschwankt. Ich habe sofort eine Antwort gehabt, aber zwischen zwei Zahlen geschwankt. Ich habe jetzt die genommen, von der ich glaube, dass es stimmt, weil ich das Lego-Modell, glaube ich, mir ganz genau angeschaut habe. Aber die Frage habt ihr verstanden und die ist soweit klar. Wie viele Antriebe, wie viele Kringels? Genau, wie viele Kringels, genau. Ja, das ist korrekt. Ja, ihr habt beide eine Antwort. Dann dürft ihr jetzt mal aufdecken. Schubdüsen. Schubdüsen wäre wahrscheinlich das bessere Wort gewesen. Ihr dürft aufdecken. Jonas hat eine 11. Hä? Marco hat eine 8. Sind das nicht 4, 3, 4? Ich dachte ziemlich sicher, dass es 3, 3 oder 4, 4 ist. Also 4 oben, glaub, 4 unten. Ja. Und Jonas glaubt, 4, 3, zwischen 4. Den zwei Viererzeilen sind noch 3 dazwischen. Einer von euch liegt richtig und hat die richtige Antwort aufgeschrieben. So viel kann ich sagen. Ja, jetzt diesmal bin ich's, komm. 11. Tut mir leid, Marco, es ist Jonas. Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Es will einfach heute nicht! Es ist sogar genauso sogar die Kacke! Es ist sogar genauso, wie Jonas es gesagt hat. Und ich habe nicht die Lego-Figur. Ich habe es auch nicht. Aber das Schlimmste ist, dass ich mir so sicher war. Ich war mir so sicher. Das ist mir also richtig unsicher gemacht. Nee, es sind wirklich 4-3-4 und das Schiff kommt so von, ich glaube, von unten kommt es irgendwie ins Bild und man sieht 11 Schubdüsen. Danke, Jonas. Schubdüsen ist das viel bessere Wort. Wahrscheinlich ist das korrekt. Kringels finde ich besser. Kringels, ja. Und das ist die richtige Antwort. Und damit steht es 900-0. Ich kann auch gerade was auflösen. Es ist kein Prank oder so. Wir schummeln auch nicht. Jonas
Lukas kennt die Fragen nicht. Es ist wirklich, es passiert. Ich glaub's euch, ja. Ich sehe die Ahnungslosigkeit hinter seinen Augen. Das ist schon, ich glaub's euch. Ja. Ja. Uns wurde ja schon mehrmals vorgeworfen, ah, ihr faked doch das Quiz. Und das ist alles geskriptet. Das ist alles geskriptet. Und da denke ich mir, das wäre so viel mehr Arbeit, als es einfach ehrlich zu spielen, was wir halt auch wirklich tun. Weil es ja egal ist, wer gewinnt oder verliert. Wenn wir halt auch, das sage ich jetzt, weil ich gerade verliere. Vor allem das Ding ist, halt, wir verlieren auch sau oft gegen Gäste einfach. Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube, allein deswegen, Marco, du hast ja hier viermal gewonnen. Selbst, also irgendwann muss ja mal das Siegel brechen. Ist jetzt gut, ist jetzt auf, darauf zu beschwören. Okay, okay, ich will's nicht jinxen. Jonas, welche Frage spielen wir als nächstes? 900-0 steht's für dich. Ja, komm, dann gehen wir in die Vollen. Die weit, weit entfernte Galaxis für 500. Die weit, weit entfernte Galaxis für 500. Es wird gebuzzert. Und ich warne wieder vor. Es ist eine 500er-Kategorie. Oh Gott. Wenn ihr falsch buzzert, gibt es 500 Punkte Abzug. Das heißt auch für dich, Marco, du könntest auf bis zu minus, also du könntest auch theoretisch bis minus 10.000 abrutschen, falls du einfach die ganze Zeit versetzt. Was jetzt passieren wird. Ja. Ich lese jetzt ganz viele Aussagen über die Galaxis von Star Wars vor. Also, ne, im Endeffekt, das werden 9 sein. Ihr buzzert aber bitte, sobald ihr der Meinung seid, dass eine Aussage, die ich gerade getätigt habe, nicht korrekt ist. Mhm. Eine ist nicht korrekt von 9. Nein, es sind eventuell mehrere. Ah, okay. Eventuell alle. Oh Mann, ey, 500 Punkte! So nämlich. Oh shit! Also man kann ja mehrmals 500 Punkte gewinnen. Bitte? Nee. Wir machen das, bis einer einmal richtig buzzert. Okay. Ihr seid vorbereitet. Nee. Fangen wir an. Legen wir los. Das Alter der Galaxis wird auf etwa 8 Milliarden Jahre geschätzt. Ich höre keinen Buzzer, also fahre ich fort. Der Durchmesser der Galaxis beträgt 50.000 Lichtjahre. Ich glaube, das erste war schon falsch. Weil das spielt ja theoretisch vor. Hast du gerade Mindgames mit mir? Dann drück doch. Es ist zu spät. Ich wiederhole nochmal den zweiten. Der Durchmesser der Galaxis beträgt 50.000 Lichtjahre. Ich kann mir das alles nicht vorstellen. Oh, das ist die Frage. Die Milchstraße ist, glaube ich. Ich kann fortfahren. 100.000 Lichtjahre. Jonas, letzte Chance zu buzzern. Genauso für dich, Marco. Dann fahre ich fort. Die Galaxis besteht aus ungefähr 200 Milliarden Sternen, die sich auf rund 90 Milliarden Sternsysteme verteilen. Nochmal die Zahlen? 200 Milliarden Sterne verteilt auf etwa 90 Milliarden Sternsysteme. Da können einen diese Karten so ein bisschen in die Irre führen. Du müsstest aber verflucht viele Tatooines geben. Vielleicht gibt es die. Die Galaxis ist groß und weit, weit entfernt. Sag's nochmal. Die Galaxis besteht aus ungefähr 200 Milliarden Sternen, die sich auf rund 90 Milliarden Sternsysteme verteilen. Das wäre so. Komm, ich drück jetzt einfach 500 haben oder nicht. Wow! Das ist mutig. Was glaubst du denn? Sind es mehr oder weniger oder was ist da los? Naja, also guck mal, ein Sternsystem besteht aus einem Stern, es sei denn, es ist fucking Tatooine. Normalerweise. So, also du bist schon sehr viel, oder habe ich jetzt was komplett Falsches gesagt? Es gibt natürlich auch in unserer Galaxie, es gibt Systeme, wo sogar, ich glaube, bist du 3 Sterne oder so, das haben wir schon gesehen, Alpha Centauri, glaube ich. Aber das wird nie, wie oft wird das vorkommen? Deswegen ich vermute jetzt einfach. Ist Alpha Centauri nicht ein Doppelsternsystem? Das kann auch sein. Ich dachte, das ist doch ein kleiner, ausgelöschter. Ja, das so. Kann sein. Das habe ich auch auf TikTok gesehen. Also, ich sehe viel zu viel Sternen. Schaut bei Sonne, Tod und Sterne vorbei. Ne? Ein toller Funkkanal, den ich persönlich sehr mag. Da werden solche Fragen beantwortet. Ich kann aber so viel sagen. Deine Argumentation ist gut. Komplett, aber Star Wars ist blöd. Deine Argumentation ist komplett falsch. Okay. Aber. Nein, nicht acht. Aber es sind 400 Milliarden Sterne und 180 Milliarden Sternsysteme. Nein! Also du hast es einfach nur halbiert. Ich hab's einfach nur halbiert. Aber wow, also wie viel Tatooines kann es denn geben? Tja, kurze Frage dazu. Ja. Waren die ersten zwei Aussagen auch falsch? Ja. Weil die sind. Der Durchmesser der Galaxis ist auch doppelt so. 100.000. Ich hab's doch gesagt! Ich hab dich getraut. Und das 500 haben reingeschlagen. Und das Alter der Galaxis
13 Milliarden Jahre. Okay. Ist älter, als ich gesagt habe. Ja, also ich kann euch auch sagen, also die Quelle ist der kanonische Essential Atlas. Da steht all das drin, da habe ich all dieses Wissen her. Nur etwa, ich kann ja noch die restlichen vorlesen. Die wären übrigens alle falsch gewesen. Ach, geil. Ich habe tatsächlich nur falsche Aussagen hier und ich dachte einfach, wer traut sich zuerst zu buzzern? Oh, Mann. Nur etwa ein Achtel der Galaxis gilt als erforscht. Das stimmt nicht. Ein Viertel. Das ist doppelt oder halb. Auf etwa 3 Milliarden Sternsystemen existiert Leben. Das ist auch falsch. Nur etwa auf etwa 1 Milliarde Sternsysteme existiert Leben. Das astronomische Zentrum der Galaxis, also der zentralste Punkt, ist die Region der Kernwelten. Da hättet ihr vielleicht gebuzzert, wer weiß. Das stimmt nicht. Das astronomische Zentrum ist der sogenannte Tiefkern. Ein schwarzes Loch, wie bei uns in der Galaxis. Die umfassendste Karte der Galaxis befindet sich in den Hallen des Wissens auf dem Planeten Fatim. Ist auch komplett falsch. Habe ich mir ausgedacht. Ist auch im Jedi-Tempel auf Coruscant. Da ist die kompletteste Karte. Das hätte ich auch gedacht. 500.000 Planeten sind vollwertige Mitgliedswelten des Imperialen Senats. Ist auch nicht wahr. Es sind über, ich glaube, 1,5 Millionen sind es. Aha. Und im Senat gibt es etwa 4.000 Pots, an denen die Delegierten sitzen. Das sind nur knapp über 1.000. Also jede Aussage, die ich hier getätigt habe, war falsch und wäre falsch gewesen. Aber Mut wird belohnt bei für eine Handvoll Donuts. Und das Marco 500 hat reingeschlagen, deswegen. Marco greift sich dringend benötigte 500 Punkte ab auf seinem Weg zu den Donuts. Gut. Und zum ersten Mal heute, Marco, darfst du die nächste Frage aussuchen. Dann nehme ich das Erwachen der letzten Skywalker 100. Das Erwachen der letzten Skywalker 4. Jetzt mal gucken, wie fit du bei den Sequels wirklich bist. Ja, mein Ziel ist es, dich jetzt da keine einzige Frage gewinnen zu lassen. Es ist eine Schätzfrage. Sollte immer dein Ziel sein. Schnappt euch gerne wieder den Zettel. Ihr könnt auch wieder denselben Zettel nehmen. Ja. Das Jahr 0 im Star Wars-Universum ist, wie ihr sicherlich wisst, die Schlacht von Yavin. Als der erste Todesstern vom jungen Rebellen Luke Skywalker zerstört wird, beginnt für die Galaxis eine neue Zeitrechnung. Manche Ereignisse spielen vor der Schlacht von Yavin und andere danach. In welchem Jahr kehrt der Imperator zurück von den Toten? Boah, ein blöder Scheiß. Ich will das genaue Jahr. Somehow Palpatine returned. Aber wann? Da dürfte jetzt der Verstand arbeiten. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um auf eine Antwort zu kommen. Wer näher liegt, bekommt 100 Punkte. Wer falsch liegt, kriegt natürlich keine Punkte abgezogen. Ich bin gespannt. Ihr habt eine Antwort? Ja. Wie sicher seid ihr? Wisst ihr es? Also ungefähr. Also so ganz grob. Wie habt ihr denn gedacht? Was war euer... Wie habt ihr das? Das Ding ist halt, ich glaube, die Sequels fangen sogar an. 20 Jahre danach ungefähr. Ich habe es dann versucht. 18? Oh, Mr. Klugscheißer. Ja. Nein, ich habe ein bisschen. Ich habe was anderes. Also, ich hatte noch im Hinterkopf, dass ich Harrison Ford 10 Jahre jünger spielt in Star Wars, als er ist. Und dadurch, dass es knapp 42 Jahre später, 2019, Rise of Skywalker kam, habe ich einfach 10 Jahre abgezogen, dann noch ein bisschen rumgerundet und habe gesagt, er ist 31 ungefähr. Oh! Du hast 31 und Jonas? Ich habe 35. 35 nach der Schlacht von Yavin gegen 31. Ich glaube eigentlich eher, dass es weniger ist tatsächlich. Also ich habe zwischen 20 und 21, also 21 und 31 habe ich geschwankt. Mhm. Also diese Zeitmessung, diese Jahre, man kann sich ja auch fragen, wie funktioniert das überhaupt? Orientiert sich am Planeten Coruscant. Aber warum die Zeit überall in der Galaxis auf unterschiedlichen Planeten und Monden gleich schnell verläuft und so. Egal, Star Wars! Wir haben Geräusche im Weltraum. Komm. Und so viel sei gesagt, das stimmt. Eine Antwort ist korrekt. Korrekt? Also korrekt. Korrekt, korrekt. Also ein Volltreffer. Und eine Person von euch schätzt heute ganz besonders gut, nämlich Jonas. Ist nicht 35 nach der Schlacht von Yavin ist korrekt. Ich mach aber auch gerne so Videos über Zeitrechnung von Sachen, auch so bei Herr der Ringe und sowas. Ja? Und ich war vor kurzem auch bei Wikipedia noch unterwegs. Und irgendwie diese Zahl
Jonas, damit bist du vierstellig. Und wo wir eben in der Kategorie ganz viel halbiert und verdoppelt haben, es steht 1000 zu 500 für Jonas. Jonas, was spielen wir als nächstes? Willst du ein Versprechen einlösen? Ja, das Erwachen der letzten Skywalker für 200. Das Erwachen der letzten Skywalker für 200. Ihr dürft wieder buzzern. Es geht um Kylo Ren. Er zählt ja zu den beliebtesten Figuren der Sequel-Trilogie, vorsichtig formuliert. Ich zähle euch jetzt wieder einmal ein paar Eigenschaften über ihn auf. Aber nicht alle werden korrekt sein. Oh Gott. So wie eben. Ihr buzzert bitte, sobald ich eine Eigenschaft vorlese, von der ihr glaubt, dass sie nicht korrekt ist und nicht auf Kylo Ren zutrifft. Kylo Ren ist süß. Es wird natürlich immer einfacher, aber Achtung, für jedes falsche Buzzern gibt es 200 Punkte Abzug. Es wird einfacher. Also die, genau, also es wird immer klarer mit jeder, mit jedem Fakt, den ich vorlese. Seid ihr bereit? Ja. Erstens, Kylo Ren ist der Sohn von Leia Organa und Han Solo. Da weiß ich noch nichts anderes. Wir brauchen einen Jerry Springer. Genau, einen Vaterschaftstest. Aber kommen wir zu dem Luke zweiten. Luke Skywalker Fall. Kommt rein. Surprise. Kylo Ren wurde im Jahr 3 nach der Schlacht von Yavin auf Endor gezeugt. Ich sehe ein höre was von Marco. Ja, doch. Oh. Aber das Einzige, was ich eventuell hören möchte, ist der Buzzer. Aber ich höre ihn nicht. Jahr 3 nach der Schlacht von Yavin. Auf Endor. Auf Endor? Wurde Kylo Ren wirklich auf Endor gezeugt? Vielleicht werden wir so zwischen Ewoks noch mal so einen Besuch abgestattet. Ich weiß es nicht. Ich traue Star Wars zu, aber ich find's eigentlich doof. Das ist bestimmt in irgendeinem Comic für Jugendliche drin. Vor allem, dass man wirklich genau weiß, dass er dort. Okay. Ich buzzer nicht. Okay. Ich traue denen zu, dass ich denke, guck mal hier, nebendran kokelt noch Darth Vader und dann wurde Kylo Ren gezeugt. So, das traue ich auch zu. Das ist eine Symbolik dahinter. Deshalb ist er so böse geworden, weil die Asche in ihn gefahren ist. Er ist ganz schön kinky. Gut, dann kommen wir zum dritten Fakt, wenn ich keinen Buzzer höre. Körpergröße 1,87 Meter. Sounds about right? Ja, der ist schon groß. Okay. Der ist groß. Okay. Weil jetzt ist es 1,88 Meter ist richtig. Ja, so scheiße. Ja, das wäre echt albern, ne? Du würdest dagegen wetten, weil alle Leute schrumpfen ab 30. Okay, dann weiter. Der vierte Fakt. Das war sicher falsch. Eigentlich. Eigentlich heißt er Ben Organa Solo. Ben Organa Solo. Ich weiß nicht, wie das mit dem Nachnamen ist, ob man dann den von der Mutter und dem Vater annimmt. Ich bin mir so unsicher. Aber beim Kopf stimmte das in den Legends, dass Organa noch mit im Nachnamen war. Und deswegen traue ich es den Sequels zu, dass sie das übernommen haben, ohne es breitzutreten, weil es in der Enzyklopädie steht. Mhm. Also basiert nur meine Vermutung. Aber okay. Traue mich da nicht. Alles klar. Dann fahren wir einfach fort mit dem nächsten Fakt. Diese diebische Freude bei Alpha, weil er manchmal weiß, oh, das war falsch. Also diese diebische Freude habe ich, weil ich die Antworten kenne. Wenn ich da stünde, dann. Die Leute da draußen wissen doch gar nicht, was das für eine Situation ist, da zu stehen und unter dem Druck entweder. Ja. Viele von euch jetzt einfach so, das weiß man doch. Ja, 100%. Also drück mal, wenn du 200 Minuspunkte dafür kriegst. Na gut, kommen wir zum fünften Fakt. Kylo Ren trägt eine Narbe auf der linken Gesichtshälfte. Ist die rechte. Motherfuck. 200 Punkte gehen an Marco. Scheiße. Genau richtig gesagt. Aber es ist klang, du warst sehr es sicher. Es kommt auf den Film an, weil in Force Awakens ist es ziemlich genau in der Mitte. Das heißt, man kann sagen, es ist auch ein bisschen links. Aber in Last Jedi haben sie weiter nach rechts gerückt. Das ist schon dann sehr offensichtlich auf der rechten Hälfte, ja. Was ist mit den anderen Fakten? Was war da falsch? Er wurde im Jahr 5 nach der Schlacht von Yavin gezeugt. Allerdings ich hätte gesagt, 3! Das ist sehr knapp. Das ist so. Aber tatsächlich auf Endor. Also das ist auch überliefert scheinbar. Das steht so in allen. Zusammen dieses Spiel vom Lore passt. Vom Jahr her finde ich es zu früh, aber das ist nicht genug, um reinzubauen. Ja, 1,87 Meter stimmt natürlich auch nicht. Oh, Alter. Also die Größen widersprechen sich etwas, aber also ich habe die meisten Quellen gefunden, dass Adam Driver ungefähr 1,90, 1,91 ist. Aber wisst ihr, wie groß Mark Hamill ist offiziell? Google das mal. 1,76.
Ich bin 1,76, er ist so klein. Ja. Aber er ist halt auch über 70. Also es ist auch krass, wie viele unterschiedliche Werte man findet zu den Körpergrößen. Und gerne bei der Größenangabe, deswegen ist es Quatsch. Ja. Aber egal. Und kanonisch heißt er Ben Solo, nicht Ben Organa Solo. Oh Mann. Also aber kann das sein, dass er Legends Organa auch noch hieß? Das ist eine gute Frage. Da gab es auch einen Sohn, der... Also hier habe ich, hab ich das extra auch nochmal nachgeguckt. Da ist sein Name explizit Ben Solo und nicht Ben Organa Solo. Die Macht. Die weiteren Sachen, die ich vorgelesen hätte, wären noch gewesen. Nach dem Tod von Snoke wird Kylo Ren der oberste Anführer der Ersten Ordnung. Mhm. Ist natürlich korrekt. Kylo Ren und General Hux verbindet eine jahrelange Rivalität. Das ist richtig. Natürlich auch richtig. Kylo Ren ist oder war in der Lage, mit der Macht Gedanken zu lesen. Ja. Das ist natürlich auch richtig. Und Kylo Ren tauchte zum ersten Mal im Teaser zu Episode 8, die letzten Jedi, auf. 7. Was? Ja, natürlich. Das wäre dann der sehr einfache gewesen. Ich habe gerade innerlich genickt, weil das ist eine jahrelange Rivalität. Da gibt es schon Comics und Bücher, glaube ich, dazu. Mhm, wegen dem Vater schon von, also, ne, von Hux. Ich glaube, der mochte Kylo Ren mehr. Oder ja, da ist so irgendwie so eine ellenlange Hintergrundgeschichte. Nein, hat seinen eigenen Vater umgebracht. Ja. Den man kurz sieht in Mando. Ja, in dem Holo-Dings. Ja. Dem wirklich ähnlich sind. Wisst ihr, wer den gespielt hat? Der Bruder von Donald Gleason. Ja, wie heißt denn der nochmal? Die Schauspieler. Der Vater ist Brian Gleason. Brian heißt der Bruder. Ja, so, damit haben wir das. Marco, du holst auf, es steht 700 zu 1000. Eine 500er-Frage und du bist in Führung. Ja, dann machen wir das doch. Ja? Dann haken wir jetzt die Sequels ab, damit all die Last Jedi-Hater heute nichts mehr dazu hören müssen. Das Erwachen der letzten Skywalker für 500? Ja, bitte, das ist ein Last Jedi. Das wäre so lustig. Das wäre noch lustiger, wenn ich verliere. Oh, das ist eine sehr, sehr lustige Kategorie. Da bin ich sehr gespannt. Es ist eine Art von Nacheinander. Oh Gott. Es geht nicht um Schnelligkeit, wobei irgendwie auch vielleicht schon. Ich werde jetzt also so Plots nennen aus, also so Dinge, die passieren in den Star Wars Sequels. Ich werde zum Beispiel sagen, das und das passiert. Und ihr sagt mir dann bitte, in welchem der drei Filme die genannte Handlung passiert. Ihr habt aber immer nur 3 Sekunden Zeit. Also ich möchte wirklich, dass das wie aus der Pistole geschossen kommt. Ich sage zum Beispiel einen Satz und ihr sagt mir, in welchem der drei Filme das passiert. Gleichzeitig sagen? Nicht gleichzeitig. Ich fange an mit dir, du kriegst eine, dann ist Jonas dran. Dann du, dann Jonas, dann du, dann Jonas. Ah, unterschiedliche unterschiedliche Handlungsentwicklungen, genau. Okay. Wann hast du das letzte Mal Star Wars 9 geschaut? Einmal bei der Premiere hier in Köln. Ja. Das war auch hier im Mediapark sogar. Genau, ja, genau. Da waren wir sogar. Ich hab's nicht mehr übers Herz gebracht. Ja, bei mir genauso. Ich bin kein großer Prequel-Freund, aber da war ich im dritten sogar zweimal im Kino. Ja. Und bei Star Wars 9, ich hab's noch nicht über den Tisch. Keine Diskussion da, ich bin voll bei dir. Sollte jemand von euch falsch liegen, endet das Spiel und der andere bekommt die Punkte. Und natürlich gibt es die Möglichkeit nachzuziehen. Also wenn Marco jetzt direkt das erste falsch sagt, dann darf Jonas muss natürlich noch beweisen, dass er es besser kann. So, und damit beginnen wir mit dir, Marco. Und wie gesagt, ich möchte wirklich eine schnelle Antwort. 7, 8, 9. Also genau. Kylo Ren stoppt einen Blasterschuss mit der Macht. 7. Korrekt, Jonas. Es wird offenbart, dass Palpatine doch nicht tot ist. 9. Korrekt, Marco. Luke konfrontiert Kylo Ren mit einer Machtprojektion, die durch die ganze Galaxis geht. Ist natürlich korrekt. Jonas. Das ist schwerer, nehme ich an, ne? Natürlich. Ja. Jonas, Poe Dameron und Finn stürzen auf Jakku ab. 3. 7. Korrekt. Marco. Ich wollte 1 sagen. Episode 1. Marco, Rey durchbohrt Kylo Ren mit ihrem Lichtschwert, aber sie heilt ihn dann mit der Macht. 9. Das ist korrekt. Jonas, in den Trümmern des Todessterns trifft Rey auf eine dunkle Version von sich selbst. 9. Das ist korrekt. Marco, Ben Solo besiegt die Ritter von Ren. 9. Das ist korrekt. Jonas, Kylo Ren tötet Han Solo. 7. Das ist korrekt. Marco, Kylo Ren tötet den obersten Anführer Snoke. 8. Das ist richtig. Eine der besten Szenen. Jonas, die Redis macht einen Hyperraumsprung durch die Supremacy. 8. Das ist korrekt. Marco, das Lichtschwert von Anakin Skywalker zerbricht. 8. Das ist auch richtig. Jonas, Finn überträgt die Nachricht, dass ein Spion der Ersten Ordnung nun für die Rebellen arbeitet, über einen Droiden an Leia. 3. 9. Das ist auch korrekt. Damit habt ihr tatsächlich alle richtig beantwortet und ich gebe euch beiden 500 Punkte. Okay. War das so easy? Weil du musstest die ganze Zeit nur 8 sagen, ne? Ja, also ich habe mich echt gewundert. Beim letzten konnte ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber gut, Spion war 9. Wir haben die Schatten gereicht. Ja.
kann mich schon nicht mal an Kack erinnern. Ey. Wir haben die Probe gespielt und da haben es tatsächlich nicht alle hingekriegt. Aber für die, wenn wir das nächste Mal machen. Hinter der Kamera. nein, die sind unschuldig. Wenn wir das nächste Mal machen, dann machen wir das vielleicht mal mit allen Filmen. Da bin ich auch sehr gespannt, was da passiert. Nee, dann steht's 1000. Oder wir spielen jetzt Lichtschwert Blaster Wookie, wer es bekommt. Nein, es steht 1500 zu 1200 für Jonas. Und Marco darf die nächste Kategorie wählen. Ich sag George, der aus der Kantina kam, für 100. Machen wir mal die Leiche. George, der aus der Kantina kam, für 100. Das ist eine ABCD-Frage. Ihr dürft also wieder eure Zettel in die Hand nehmen. Kaum eine Stadt in der gesamten Galaxis ist gefährlicher und ruchloser als Mos Eisley. Der größte Raumhafen auf Lukes Heimatplaneten Tatooine ist wohl das, was man ein heißes Pflaster nennt. Wie viele Menschen leben dort? Ungefähr. Menschen. Wie viele Leben? Nein, Population. Okay. Population. Fangfrage. Guter Punkt. A, 5000. B, 50.000, C, 500.000 oder D, 5 Millionen. Wie viele Menschen leben in Mos Eisley? 5.000, 50.000, 500.000 oder 5 Millionen? 100 Punkte gibt es zu gewinnen. Es wurde immer größer, ne? Ja. 5.000, 50.000, 500.000 oder 5 Millionen. Ihr beide habt eine Antwort ausgewählt? Ja. Dann dreht sie jetzt gerne um. Das ist eine Schätzfrage basierend auf diesen Kackhütten. C, 500. 100 Punkte gibt es zu gewinnen. Jonas schätzt auf 500.000. Das wäre halb Köln. Und Marco sagt 50.000. Wie im Fußballstadion. Ihr kommt beide eher aus kleineren Orten. Ja. Ist das richtig? Ja. 5.800. Die nächstgrößte Stadt ist bei mir halt Kaiserslautern und die ist 100.000 mit Vororten. Und da habe ich gesagt, ja, die Hälfte davon, das ist auch das, was ins Stadion passt, könnte hinhauen. Du kommst aus einem sehr, sehr kleinen Dorf, oder? Also ja, 300 Einwohner. Ja. Ich habe kein Gefühl für Zahlen. Aber ich wohne jetzt in München, das sind 1,6 Millionen oder so Einwohner. Und es ist halt, oder weniger, aber nicht viel weniger. Ja. Und Mos Eisley ist halt nicht viel. Ist nicht so groß, ich habe zwischen C und B geschwankt. Ich auch. Du scheinst dich besser auszukennen, Marco, denn die 100 Punkte gehen an dich. Es sind tatsächlich 50.000. Auf ganz Tatooine listet das kanonische Buch Star Wars Journey Through Space ca. 200.000 Bewohner auf. Aber übrigens wahrscheinlich ohne Touristen, Schmuggler, Umherreisende und auch ohne Jabas und Tusken. Das habe ich halt noch mit einberechnet. Ja, natürlich. Ich sag mal so, wenn du Book of Boba Fett siehst und siehst, dass er immer durch das gleiche Viertel läuft, dann denkst du, okay, 50.000 Einwohner passt wahrscheinlich besser. Ja, 5.000. Damit steht es 1.500 zu 1.300 und Marco holt wirklich mit gewaltigen Schritten auf. Ja, jetzt machen wir mal einen großen Schritt für die Menschheit und George, der aus der Kantina kam, aber für 500. George, der aus der Kantina kam für 500, ist abermals eine ABCD-Frage. Und ich möchte von euch wissen, welche dieser Personen sitzt nicht im Hohen Rat der Jedi? Viel Spaß mit dieser Frage. Es ist eine schwierige Frage. A. Oppo Rankizis. Sorry, falls ich die Frage Namen falsch ausspreche. B. Eve Koff. C. Yara Il Poof. Oder D. Figwin Dan. Weißt du's? Jonas mischt. Nein, ich weiß nicht. Ich misch. Aber ich habe eine Vermutung. Also tatsächlich habe ich, bei mir klingelt bei keinem einzigen dieser Namen. Deswegen mischst du. Du mischst. Ich meine, es kommt ja aufs Gleiche raus. Was ich lustig fände, ist, wenn du das Marco so hinhältst und er zieht eine für dich. Was hältst du davon? Okay, Jonas hat A gezogen. Was nimmst du? Ich habe B genommen, weil ich mir dachte, okay, einen Namen hast du ja ausgedacht. Die sind alle bescheuert. Mhm. Setzt du dich hier echt hin und denkst so, oh, guck mal, Marco ist hier, nimm mir doch einen Eve. Oh, daran habe ich noch nicht mal gedacht. Oh, aber Eve komplett anders geschrieben. E-E-T-A. Ich habe alle Schreibweisen für diesen Namen gesehen. Ich sehe ganz gern, weil wenn ihr mir da draußen Privatnachrichten schreibt, kaum jemand kriegt seinen Namen richtig hin. Ja, das ist, ich habe ihn auch schon falsch geschrieben. Also. Um es spannend zu machen, hast du dir einen davon ausgedacht? Nein. Okay, gut. Nein. Ja, okay. Aber eine Sache hätte man vielleicht mit so Star Wars Fun Fact Trivia Wissen vielleicht doch wissen können. Also es war nicht komplett random. Kriegt jetzt jemand minus 500? Das ist meine Frage. Nein, nein. Okay. Nur wenn falsch gebuzzert wird, gibt es die Minuspunkte. So viel sei gesagt.
Ihr habt A und B gewählt. C, Yara Il-Poof, sitzt tatsächlich im Jedi-Rat. Das ist ein quermianischer Jedi-Meister, der die Macht hat, seine Gegner mit ihren Urängsten zu konfrontieren. Fun Fact. Oh. Das ist der mit diesem ultralangen Hals. Ich weiß noch, als ich als Kind den mal im Jedi... Ich musste die ganze Zeit lachen, weil der Hals so unglaublich lang ist. Oppo Ren Kisis, Jonas, A, ist ein tispianischer Jedi-Meister, der in zahlreichen Schlachten der Klonkriege gekämpft hat. Der hat so ein sehr langen Bart und so ein bärtiges Gesicht. Also deine Antwort ist falsch. Aber habe ich vielleicht wirklich Eve hier mit reingenommen, um dich auf die falsche Fährte zu locken, Marco? Das hast du gerade schon dementiert. Das ist korrekt. Ja. Figuin Dan and the Model Notes. Das ist die Cantina-Band. Die heißen so. Das heißt, die richtige Antwort ist D, Figuin Dan. Tut mir leid, damit gehen die 500 Punkte an niemanden. Aber es ist gut, dass du was anderes gezogen hast, um es spannender zu machen. Geantwortet, wenn man es so nimmt. Das wäre lustig gewesen, wenn Marco jetzt die richtige Antwort für dich gezogen hätte. Ja, das stimmt. Okay. Aber Marco, was spielen wir als nächstes? Das war aber wirklich eine richtig 500er schwierige Frage. Ja, man hätte das ja vielleicht wissen können, dass die, wie die Cantina-Band heißt. Oder vielleicht. Das wäre so etwas, hätte ich Eve zugetraut, dass er das weiß. Das hätte ich ihm wirklich zugetraut. Ja. Der hat auch noch die Lyrics von allen Tracks von der Cantina-Band. Rebelle, Klone, Mandalorianer. Das ist bestimmt eine Clone Wars- oder Rebellenfrage. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss vor der Frage. Mhm. Ich nehme die weit, weit entfernte Galaxis für 300. Dann haben wir Gleichstand, glaube ich. Ne? Es steht 1500 zu 1300. Ach, 300. Oh. Ah, nein, ich überholt knapp. Okay. Nee, dann habe ich immer noch mehr Punkte als du. Hä? 1300 plus 300? Nee, ich mach das jetzt. Ich krieg jetzt die Punkte. Die weit, weit entfernte Galaxis für 300. Ist das korrekt? Mhm. Wieder eine ABCD-Frage. Wie ihr merkt, haben wir davon heute sehr viele. Mhm. Und ich möchte von euch wissen, welche dieser Spezies aus Star Wars hat die höchste Lebenserwartung? Also welche dieser Spezies wird am ältesten? A, die Trandoshaner. B, Wookies. C, Hutten. Oder D, Twi'leks. Ist übrigens, habe ich extra mal nachgeguckt, ist beides richtig. Man kann sowohl Twi'lek als auch Twi'lek sagen. Ihr habt beide eine Antwort ausgewählt. Die genau nach meinem Style. Dann deckt gerne mal auf. Jonas hat C genommen, Hutten. Und Marco B, die Wookies. Wookies werden halt alt, aber bei den anderen weiß ich halt nicht. Weißt du, wie alt Chewbacca ist? Der ist richtig alt. Ich glaub 90 in dem ersten Film. Also New Hope, irgendwie sowas. 80. 300. Ist er da schon 200? 200? 200, ja. Komm ich auf 90. Auf jeden Fall, die werden echt alt. Das Ding ist halt, ich habe auch überlegt, ob die Hutten alt werden, aber Jabba sieht nicht so alt aus in Episode 1. Ich kann ja schon mal zwei Sachen ausschließen. Das sind A und D. Trandoshaner und Twi'leks. Trandoshaner, also nur ganz wenige Trandoshaner erreichen das 60. Lebensjahr. Mhm. Und Twi'leks werden ungefähr so alt wie Menschen. Mhm. Wookies werden in der Regel über 400 Jahre alt und manche sogar 600. Aber wie alt werden Hutten? Jonas, weißt du es? Weißt du, wie alt Hutten sind? Nee, aber das ist einfach so eine Vermutung, weil die ja auch seit tausenden Jahren irgendwie immer ihren Raum beherrschen. Ich denke mal, man sollte auch alt werden, dass das weiterhin funktioniert, so dynastienmäßig. Auch seit tausenden Jahren. Das stimmt. Das ist aber du kannst schon recht haben. Also ich weiß es bei Hutten einfach nicht. Aber 400 ist auch so. Marco, du liegst richtig damit, dass Wookies alt werden. Aber Hutten werden über 1000 Jahre alt. Komm, ey. Die älteste Lebensform sind wahrscheinlich Sarlaks. Die werden so bis zu 50.000 Jahre alt. Ah. Und was ich auch super interessant fand, die Opfer von Sarlaks, egal welche Spezies, werden auch über 1000 Jahre alt, weil sie verschlungen und am Leben gehalten werden. Also selbst wenn du ein Mensch bist, kannst du so über 1000 Jahre alt werden. Oh. Geil. Es gibt auch noch eine Spezies aus den Legends. Das sind, glaube ich, die Neti. Das ist so eine Baumspezies. Die werden auch so 5000 Jahre alt oder sowas. Und die sind auch Star Wars Ends. Wäre das nicht eine geile Story gewesen, wenn sie Boba Fett einfach rausgezogen hätten, nachdem er schon 20 Jahre da drin war? Ja. So richtig traumatisiert. Und das wäre ja so ein Drama gewesen. Ja. Das stimmt. Aber damit steht es 1800 zu 1300 für Jonas. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Rebellen, zu den Klonen und Mandalorianern für 200. Ich wusste, dass du das mit... Ach so, ich dachte, du hast die 500er. Ich dachte, du machst es jetzt... Auch dies dominant. Ist eine Schätzfrage. Allerdings eine Schätzfrage, wie ihr sie wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Entweder wird das wirklich total unspektakulär und langweilig und einfach, das hoffe ich natürlich nicht, oder es wird... Naja, warten wir mal ab. Ich lese einfach mal die Frage vor.
Diese Szene wird gerne als die langsamste Verfolgungsjagd in ganz Star Wars bezeichnet. Wo wir schon bei Book of Boba Fett waren. Ja. Rebellische Cyborgs jagen den stellvertretenden Bürgermeister von Mos Espa auf bunten Maschinen, die an Vespas aus den 50ern erinnern. Wie viele dieser Power Ranger Vespa Racer gab es? Das kann man wissen. Ja, drängen das doch. Ich auch, aber das möchte ich wissen. Wie viele der... Also bei der Frage ist es auch echt keine Ehre, wenn man die richtig beantwortet. Das ist doch schön, dann könnt ihr ganz ohne Druck da rangehen. Ihr habt eine Antwort? Ja. Weiß es jemand? Ich frage mal. Nee. Ich schwanke nur. Hat jemand das Bild vor Augen? Ja, leider. Verdrängt. Wirklich. Okay, wirklich Jonas, verdrängt. Was hast du? Eine 5. Ich habe eine 6. Also es ist ein enges Rennen. Ja. Hat auf jeden Fall alle Mannschaften. Was ist denn okay, so viel sei verraten. Keiner von euch hat die richtige Antwort getroffen. Aber sind es 7 oder sind es 4? Ich habe zwischen 4 und 5 geschwankt. Aber ja? Ich weiß es noch nicht. Marco, was mit dir? Was 7 ist, ne? Du presst mich so unsicher, Mann. Ich hab gedacht, es sind eher mehr als 6. Mhm. Und ich habe nur alles, also wirklich verdrängt, weil der Fokus war immer so auf 2 Personen. Ja. Aber das kann auch bedeuten, dass es wirklich nur 4 waren. Ja. Wie es halt so eine Mofa-Gang ist, da stehen noch 20 andere drumherum, die nur dabei sein wollen und die Cola trinken, während die ihren 4 Nasen da rumfahren. Ja. Aber es sind nur 4 Nasen, die da herumfahren. Und Jonas bekommt 200 Punkte. Hast du dir verdient, die Ehre? Nee, das will ich nicht. Und damit hast du 2000 Punkte gesammelt. Ach, leck mich doch. 2000 zu 1300 steht's. Ja, komm, das hat schon gut funktioniert. Dann bleiben wir in der Kategorie und nehmen jetzt aber die 500. Jetzt habe ich den Abstand, ne? Jetzt kann ich noch ein bisschen. Das kannst du gamblen, das kannst du auch minus 500, passt schon. Von Rebellen, Klonen und Mandalorianern für 500. Und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt auf diese Frage. Gott. Es ist. Also wir bleiben ja heute wirklich sehr in der Lore, ne? Also wir haben ja sonst bei unseren Quizzen geht es ja immer so um das filmgeschichtliche Wissen zu Star Wars, um Schauspieler, um die Regisseure und weiß ich nicht. Dieses Mal sind wir sehr tief in der Lore und eigentlich ist es eine wirklich Pipifax-Frage. Eigentlich. Aber? Wisst ihr es? Um welche Figur dreht sich die Animationsserie Star Wars? Ist das eine Frage? Sorry, das ist eine ABCD-Frage. Okay. Das ist eine ABCD-Frage. Um welche Figur dreht sich die Animationsserie Star Wars Resistance? Hast du es geguckt? Nee. Niemand hat es geschaut. Ich hab's geguckt. Hast du nicht sogar die Mächte in dir, diese Serie geschaut? Ich hasse Resistance, sorry. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen Resistance da draußen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich liebe Rebels und Clone Wars, aber Resistance, da hört's auf bei mir. Jetzt kommen wieder so random Namen bestimmt. A. Cass alias Kazuda Xiono. B. Dex alias Dexter Jetster. C. Ross alias Roslyn Vassara. Oder D. Tom alias Toma Jarvis. Also Cass, Dex, Ross oder Tom. Also die haben Spitznamen, alle diese 4 Figuren. Cass, Dex, Ross oder Tom. Ich hab gewählt. Wisst ihr es? Nee, gar nicht. Ich kann eine Person definitiv ausschließen. Kann ich das schon sagen, mehr gewählt, ne? Gewählt. Dexter Jaxter ist der Diner-Besitzer. Genau. So, und A, Cass. Kann man nicht vorstellen, dass dann Jedi Fallen Order auch einen Cass als Hauptrolle hätte, wenn dem so wäre. Deswegen habe ich den ausgeschlossen. Ja, und wegen Cassian Andor. Und wegen Cassian Andor, aber stimmt. Also, ja. Cass, ne? Also K-A-Z wäre der. Aber nennt jemand Cassian Andor Cass in Rogue One? Oder in Andor vielleicht mal. Ne? Also habe ich Ross oder Tom. Tom ist zu weltlich, deswegen habe ich jetzt Ross genommen. Gut. C, also ich auch. Ihr habt beide C genommen. Ich auch. Okay, also. Dexter Jetster ist absolut korrekt. D, Tom alias Toma Jarvis, habe ich aus einem Star Wars Name Generator. Ja, aber so. Klingt nach Star Wars. Passt schon. So. Well played. Aber heißt die wirklich die Hauptfigur, der Protagonist aus Star Wars Resistance nun Cass oder Ross? Wie geschrieben, Cass? K-A-Z. K-A-Z. Und Ross? Wie? R-O-S. Ah, nur eins. Ja, ein S. Okay. Ross. So, damit Star Warsig ist, ne? Ja. Ja. Mit Roslyn Vassara hat mir der Star Wars Name Generator erneut gute Dienste geleistet. Kazuda,
heißt der junge Mann, um den sich Star Wars Resistance dreht. Ist nicht gut, schlimm. Ist gut, dass du auch so von ausgegangen bist, dass wir beide diese Serie nicht geschaut haben. Ich wusste, dass ich euch damit kriege. Und ich dachte mir noch, das ist jetzt eine komische 500er-Frage, weil eigentlich ist sie ja, also entweder hat man das gesehen oder nicht. Aber würdest du es empfehlen, das zu schauen? Oder? Nee. Okay. Also ganz ehrlich. Also nicht mal für eine Folge oder sowas? Doch, es gibt ein paar gute Folgen. Es gibt auch ein paar sehr interessante Figuren. Aber im Großen und Ganzen ist es schon sehr kindlich. Ich mag den Animationsstil auch gar nicht. Also noch viel, viel weniger als zum Beispiel Rebels oder Clone Wars, die ja auch in späteren Staffeln einfach fantastisch aussehen. Aber Resistance ist wirklich... Trailer war schon schwer zu ertragen bei dem Animationsstil. Ja. Lebenszeit ist so wertvoll. Und wie der große Günther ja auch mal gesagt hat, es gibt keine schwierigen oder leichten Fragen. Es gibt nur Fragen, auf die man die Antwort weiß oder nicht. So nämlich. Na gut, Jonas, dann bleiben wir bei dir. 2000 zu 1300 steht es noch immer. Ihr beide kriegt keine Punkte. Aber was spielen wir als nächstes? Dann machen wir doch die George, der aus der Kantine kam, dicht und machen die 200. Sehr, sehr gerne. Das ist abermals eine ABCD-Frage. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wie heißt der Podrenner-Pilot, der vom jungen Anakin als letztes im Podrennen in Episode 1 geschlagen wird? Ich gebe euch wieder vier Antwortmöglichkeiten. A. Ponder. B. Dianoga. C. Sebulba. Oder D. Tido. Ich kann das gerne nochmal wiederholen. A. Ponder, B. Dianoga, C. Sebulba oder D. Tido. Ihr habt sehr schnell eine Antwort gewählt. Ihr wisst es? Ja, ich glaube es. Geht davon aus, ja. Okay, dann deckt gerne mal auf. Ich glaube, es war Sebulba, oder? Ich glaube auch, dass Sebulba war. War der letzte. Woher wisst ihr das? Einfach, weil ihr das noch... Wenn man das weiß. Okay. Also er wird das Rennen ist schon ziemlich cool. Meine Erinnerung ist halt, also Sebulba ist definitiv dabei und ist ja der große Konkurrent. Mhm. In meiner Erinnerung wird er auch als allerletztes geschlagen. Es könnte natürlich sein, dass er irgendjemand letzten überrundet hat und das habe ich dann nicht mehr im Kopf. Nee, aber es macht ja durchaus Sinn, dass er ist. Und ich glaube, er wird sogar namentlich erwähnt. Dann war das wohl zu einfach für euch. Dann bekommt ihr beide 200 Punkte. Ponda ist Ponda Baba. Das ist der, dem Obi-Wan den Arm in der Kantina abschlägt. Mhm. Dianoga ist das Wesen in der Müllpresse. Also diese Spezies heißt Dianoga. Und Tido sind auch eine Spezies, das sind die Ureinwohner des Planeten Jakku. Damit bekommt ihr beide 200 Punkte. Und es steht 2200 zu 1500. Mhm. Jonas, du darfst gerne eine der letzten beiden verbliebenen Fragen wählen. Die weit, weit entfernte Galaxis für 100. Sehr gerne. Für 100 Punkte. Eine Schätzfrage, also bitte nutzt das letzte freie Feld auf eurem Zettel und beantwortet mir folgende Frage. Wie groß ist eigentlich Yoda? Körpergröße. Das ist eine gute Frage. Ne? Nicht Grogu, nicht Baby Yoda, sondern Yoda. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Antworten. Ihr habt beide eine Antwort? Ich bin zu groß. Marco, du möchtest. Warte. Du möchtest nochmal korrigieren? Ja. Tue das gerne. Wenn das Korrigierte jetzt blöd war, dann ärgere ich mich. Okay. Also du bist 100. Du bist jetzt. Ich gebe dir nochmal die Chance, du bist 100%ig sicher? Ich nehme die Antwort. Okay. Whatever. Okay, dann dreht gerne um. Marco hat 55 cm und Jonas 80 cm. Was hattest du davor? 65. Okay. Davor, wenn das jetzt näher dran gewesen wäre, ärgere ich mich. Davor hattest du 65? Mhm. 65 wäre näher dran gewesen. Mhm. Das heißt, du hast dich verschlimmbessert. Ja. Aber. Es ist halt eher Richtung 70 oder ist es eher Richtung 50? So nämlich, kommt ein Aber, ist die Frage. Jonas mit 80 cm. Das wäre schon relativ groß, ne? Also so groß ist er nicht, das kann ich ja verraten. Yoda ist fast eine Punktlandung, 66 cm groß. Boah! Das heißt, aber du bist näher dran, 11 nicht davon schlecht entfernt. Mann! Aber das ist schlecht ja dann, du bist 11 entfernt und du 14. Ja. Habe ich das richtig gerechnet? Ja. Ich hatte erst 55, habe ich gedacht, aber ist er nicht schon, weil er so alt ist und nach vorne gebeugt, nehme ich nochmal 10 cm runter. Ja, damit gehen 100 Punkte an Marco und es steht 2200 zu 1600. Welche Frage spielen wir als letztes, Marco? Du darfst es sagen. Von Rebellenklon und Mandalorianern. Ich steige trotzdem durch. 100.
Ist natürlich eine relativ einfache Frage, wird jetzt auch gerade wieder sehr aktuell, das Thema. Ist eine ABCD-Frage. Welche dieser Personen ist nicht Teil der Crew von der Ghost? A. Captain Gregor. B. Sabine Wren. C. C110P. Oder D. Hera Syndulla. Das ist mies, ich schau grad Rebels. Oh, dann ist das ja für dich relativ... Noch mal von vorne. A. Captain Gregor. B. Sabine Wren. C. C110P. Oder D. Hera Syndulla. Mhm. Ich kann halt nur zwei Namen ausschließen. Ich gehöre zu denen, die es immer noch nicht geguckt haben. Oh, Rebels ist sehr interessant. Ja, ich habe die Two Suns-Folge gesehen. Ich schwärme immer von dieser Folge. Die ist genial. Die ist super. Aber auch nicht crew-zentrisch. Okay, ich habe was gewählt. Du hast was gewählt? Was hast du denn gewählt? Ich glaube, der Druide heißt anders, aber ich kann mich auch täuschen. Also C. C110P. Jonas weiß es und hat A. C110P, dieses 1-1, das ist ziemlich cool, das sieht aus wie ein H. Und darum nennt man ihn Chopper. Deswegen! Ja. Ach komm, der Captain heißt ja eigentlich Chopper. Ich wusste Chopper, ich wusste es noch, Chopper, mir ist der Name nicht eingefallen, aber ich wusste, er heißt anders. Ja, klar. Ja. Okay. Aber das war tatsächlich die Falle, die ich eingebaut habe, mit purer Absicht in dieser Frage. Und damit gehen weitere 100 Punkte auf das Konto. Aber das von Jonas. Aber was mit Captain, gell? Genau, ich hätte wissen müssen, dass es keinen Captain gibt. Ne? Captain Gregor ist ein Klon übrigens. Ja. Aber ja. Okay. Damit steht es 2300 zu... Das ist hier das Set einreißen. Es steht 2300 zu 1600 für unseren hauseigenen Jonas R. Und damit geht's ab in die letzte Runde, in die Bonusrunde. Damit ein herzliches Willkommen in der Finalrunde, der Bonusrunde. Wir werden das jetzt wie folgt machen. Ich werde gleich mit Jonas beginnen. Jonas, du wirst 15 Fragen bekommen, die du bitte innerhalb von 3 Sekunden beantwortest. Du hast nicht viel Zeit. Ich möchte darauf ganz schnell. Es sind kurze Fragen und ich möchte auch ganz kurze, klare Antworten. Jede richtige Antwort bringt dir 100 Punkte. Mhm. Und wenn ich mit dir durch bin, dann gehe ich über zu Marco und auch Marco bekommt 15 Fragen gestellt zur Welt von Star Wars. Aber... wir haben etwas Neues. Ich habe mir etwas überlegt und ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird bei euch beiden. Wahrscheinlich hast du gesagt bei Jonas? Vor allem bei Jonas? Oh, okay. Ich werde es wahrscheinlich scheiße finden. Ich nenne es das unmoralische Angebot. Marco. Ja? Es steht, wie gesagt, 2300 zu 1600. Aber ich habe mir etwas überlegt. Ich biete dir an... von den 6 Donuts auf 4 zu verzichten im Falle eines Sieges und dafür 600 Punkte zu bekommen. Okay. 150 pro Donut. Aber bevor du zusagst, bitte sei gewarnt, solltest du gewinnen, wird das für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten als ehrloser und unmoralischer Sieg gelten. Und dein Name wird nur... ausgespuckt werden. Das ist quasi niemals. Scum, Abschaum. Lass mich kurz drüber nachdenken. Okay. Ja? Ist mir scheißegal. Mit dem Abschaum ist nämlich nicht gerechnet. Also es wird offiziell, du wirst auf 4 Donuts verzichten müssen, du kriegst 600 Punkte, dann steht 2300 zu 2200 und es wird für alle Zeiten, wird man sich über dich lustig machen, dass du nur ehrlos gewonnen hast. Kann ich das Angebot auch annehmen? Nein, das geht explizit nur an Wenn ich gewinnen sollte, also bitte. Ja. Also das hier ist schon super knapp. Und es ist eher meine Lobpreisung an dich, dass du so einen dicken Abstand aufgebaut hast, dass ich nicht mit einer Sekunde zöger, dieses Angebot anzunehmen. Na gut, Jonas, was hältst du davon? Marco bekommt 600 Punkte. Ja, dann wird es ein bisschen spannender. Es steht 2300 zu 2200. Aber ich möchte auch, dass das gerade in den Animationen klar wird, dass das ab jetzt ein ekelhafter, ehrloser und verräterischer Sieg. Das Peinliche ist doch, wenn ich trotzdem verliere. Das ist doch der Punkt. Naja, mal gucken. Die Fallhöhe wird ja auch für mich größer gerade. Wenn ich das Angebot annehme, wenn ich hier zu Kreuzen krieche, seine Füße küsse und trotzdem letzter werde. Das mag so sein, ja. Also du kannst heute auf jeden Fall nicht mehr Gewinner der Herzen werden. Hast du dir das im Vorfeld so ausgedacht oder ist das der Abstand zu groß war? Ich habe mir das natürlich im Vorfeld überlegt, dass ich dieses Angebot machen werde an den Spieler, der hinten liegt. Aber wie viele Donuts für wie viele Punkte
Das habe ich das mir hast du gerade gewürfelt. Ich hätte noch eine Idee. Wir können das auch mal mit Fingern machen. Für jeden Finger kriegt Marco 200 Punkte. Ich kenne das als philosophisches Ding. Ne? Wie viele Finger würdest du dir brechen lassen für XY? Ich will nicht sagen, für was, aber mein bester Freund war bereit, bis zur Krabbe zu gehen. Ja. Aber okay. Na gut. Jonas! Okay. Machen wir's, packen wir's. Ja. 15 Fragen. Ich möchte schnelle Antworten. Pro richtige Antwort gibt es 100 Punkte. Kann ich auch weiter sagen? Du kannst natürlich aufpassen. Oder wenn diese 3 Sekunden verstreichen, dann ist natürlich, geht's dann direkt weiter mit der nächsten Frage. Bist du bereit? Ja. Es geht los. Ja. Zu welcher Spezies zählt Jar Jar Binks? Gangen. Korrekt. Wer spricht in Episode 3 die Worte, ihr könnt ihn nicht bezwingen, er ist ein Sith Lord? Weiter. Wie heißt das Mitglied des Jedi-Rats, das derselben Spezies wie Yoda angehört? Yaddle. Korrekt. Wer war der letzte Kanzler der Republik vor Palpatine? Valorum. Korrekt. Welche Figur spricht als allererstes in Star Wars Episode 1? C-3PO. Falsch, Qui-Gon Jinn. Welches Senatsmitglied wird in Episode 2 ein erfolgloses Attentat verübt? Amidala. Das ist korrekt. Wer schwingt 2 Lichtschwerter im Kampf gegen Count Dooku? Anakin Skywalker. Das ist korrekt. Die Pilotendienstnummer von Luke Skywalker lautet rot? Keine Ahnung. 5. Wie heißt der Anführer der Gungans? Boss Nass. Das ist korrekt. Auf welchem Planeten wird Anakin zu Darth Vader? Mustafa. Das ist falsch. Coruscant. Wie hieß Padmes Dubel in Episode 1? Keine Ahnung. Sabe. Wer führt in Episode 6 Regie? 3, 2, 1. Scheiße. Das hätte ich gewusst. Richard Marquand. Auch der Name schwer auszusprechen. Ja. Welche Farbe hat Mace Windus Lichtschwert? Lila. Korrekt. Welche Hand verliert Luke Skywalker? Die rechte. Das ist korrekt. Wie sollte Luke ursprünglich mit Nachnamen heißen? Starkiller. Auch das ist richtig. Damit haben wir 11 richtige. 2 Punkte mit Gungans. Das wird schwer, ey. Achso, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, es ist ja gar kein Timer, es ist dann nur dein persönlicher Timer. Das ist korrekt. Achso, es gibt gar keinen Timer, gell? Also du hast schon 3 Sekunden Zeit, um zu antworten. Ich würde aber argumentieren, dass Anakin Skywalker auf Mustafa zu Vader wurde. Nee, er wurde wirklich zu Darth Vader geschlagen. Rise Darth Vader. Ja, aber ich meine so innerlich. Ja, aber ich habe nicht nach dem innerlichen Wandel von Anakin gefragt. Wer die gelben Augen hat auf Mustafa, das stimmt. 11 korrekte Antworten, damit steht es 3.400 zu 2.200. Ich hätte da gar nicht so gut abgeschnitten. Krass. Weil ich unter Zeitdruck halt so schlecht funktioniere. Also die meisten Fragen, aber auch so was wie Boss Nass. Da kannst du mich prügeln. Ich weiß es, wenn ich sehe, sofort, aber könnte ich es jetzt sagen unter Zeitdruck? Ich glaube nicht. Ich liebe Boss Nass. Kennst du den Vornamen von Boss Nass? Boss? Nee. Rugor. Jonas. Boss Rugor Nass. Und angeblich hat er mal als Jugendlicher das große böse Gerangel gewonnen. Und seitdem ist er Anführer. Da habe ich auch schon verloren. Ja. So. Übrigens, dass ich dir bei Amidala den Punkt gegeben habe. Ach, du meinst das Richtige. Ist schon okay. Padme Amidala. Ja. Okay. Marco, du weißt, Eve funktioniert hervorragend unter Druck und scheint immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Du brauchst jetzt 12 von 15, um hier gleichzuziehen. Mit einer 13. richtigen Antwort würdest du ehrlos, aber du würdest gewinnen. Aber 13 von 15 ist schon heftig. So schwer sind die Fragen aber eigentlich nicht. Aber schauen wir mal, wie du abschneidest. Du hast den persönlichen Zeitdruck. Ja. Bitte verzeih mir, wenn ich jetzt total versage. Bist du bereit? Nee. Ich bin nie bereit dafür. Ja. Dann legen wir los. Für wen arbeitet Anakin Skywalker auf Tatooine? 3, 2, wie heißt dein Chef? 2, 1. Falsch, Watto. Wer spricht in Episode 3 die Worte, Sith Lords sind unsere Spezialität? Obi-Wan Kenobi. Das ist korrekt. Welcher Jedi-Meister behauptet von sich, gute Verbindungen zu den Wookies zu haben? Yoda. Das ist richtig. Welche Spezies ist Newt Gunray? 3, 2, 1. Nein, Moidianer ist er. Moidianer.
Welche Figur spricht als allererstes in Star Wars Episode 4? C-3PO. Das ist richtig. Wer wird als politischer Idealist, nicht aber als Mörder bezeichnet? Drei. Count Dooku. Ja, das ist richtig. Wer köpft Jango Fett? Samuel L. Jackson. Hey, genau. Was? Samuel L. Jackson ist Sugar. Mace Windu. Mace Windu. Nicht richtig. Schnell weiter. So eine Scheiße. Welchem Rang entsprach Count Dooku, als er den Jedi-Orden verließ? Drei, zwei, Meister. Eins. Korrekt. Auf welchem Planeten wird die große Armee der Republik kreiert? Kamino. Das ist richtig. Geonosis ist das erste Schlachtfeld welchen Krieges? Civil War. Das ist... Es ist der Separatistenkrieg! Was weiß ich? Die Klonkriege. Klonkriege. Auf welchem Planeten wird Anakin Skywalker entdeckt? Tatooine. Das ist richtig. Wer führt in Episode 5 Regie? Irvin Kershner. Das ist auch korrekt. Der Lehrer von George Lucas. Wer verbrennt in Episode 8 die Baumbibliothek der Jedi? Die, was? In Episode 8 die Baumbibliothek? Der Jedi. Wer verbrennt die? 3, 2, 1. Nein, das ist Yoda. Hä? Welche Spezies? Episode 8. Ja, das ist Yoda. Yoda verbrennt die. Ach so. Welche? Machen wir weiter. Hier wird nicht verhandelt. Ausgerechnet. Welche Spezies wurde in der Originaltrilogie nie beim Namen genannt? Die Ewoks oder die Jawas? Drei, zwei, eins. Ewoks. Das ist korrekt. Unter welchem Decknamen lebt Obi-Wan in Lukes Nachbarschaft? Ben. Das ist auch korrekt. Damit hast du 11 richtige Antworten. Und es steht! Das war Star Wars 8. Ich habe Star Wars 8 verloren. Ich habe so eine große Scheißfresse und verliere mit Star Wars 8. Oh, ich wusste nicht, dass du das auch kannst. Diese Kacke! Ja. Es ist nicht nur eine Niederlage, Marco, es ist sogar eine ehrlose Niederlage. Und Jonas gewinnt 3.400 zu 3.300. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank heute. Dass, coole Fragen. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch auch ebenso Spaß gemacht wie mir. Ja, ich hatte total. Nicht was das Paradies gerade hier bei dem zuzugucken, was passiert ist. Marco, hättest du gewonnen, Konjunktiv, dann würde ich jetzt 4 Donuts hier rausnehmen. Aber Jonas, dein Sieg ist rein. So rein wie dein Herz. Herzlichen Glückwunsch. Eine Handvoll. Meine Donuts. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso sehr Spaß gemacht wie wir. Wie gesagt, falls ihr es noch nicht getan habt, es gibt noch eine Frage, die wir versteckt haben auf unseren Social-Media-Accounts, auf Instagram und auf TikTok und Co. Und ja, Jonas, wie fühlt sich das an, dein erster Sieg nach in der fünften Partie? Es ist schön, gegen Marco gewonnen zu haben. Ja. Es wird bestimmt eine Revanche geben irgendwann. Ich bin sehr gespannt. Wir verlinken euch hier auf jeden Fall noch ein Video von Nerdkultur, von Marco, über das spannendste Star-Wars-Projekt der nächsten Jahre. Oh yeah. Und über das weiß ich mehr als über Episode 8. Ja, ich habe gehört, du hast Episode 8. Damit haben wir das hier bewiesen. Und außerdem verlinken wir euch das Marvel-Quiz, das dein lieber Kollege Eve mit Luke von Nerd Factory ausgetragen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back.